willkommen in diesem Gottesdienst heute Morgen, den ersten Sonntag nach Ostern, neu anfangen können, selbst wenn uns die alte Welt noch umgibt. Ein neues Leben ohne Fehler, ohne des Altens. Kann das wirklich gelingen? Im Diesseits, das Jenseits erfahren, in dieser Zeit schon etwas spüren von der Ewigkeit. Geht das? Die Auferstehung Jesu Christi hat ein neues Licht in unsere Welt gebracht. In seinem Licht erscheint auch unser Leben neu. Durch ihn sind wir zu Kinder des Lichtes berufen. Quasi monigenite, heute, das ist der Sonntag, der heißt wie neugeborene Kinder. Das will uns verheißen. Das sollen wir jetzt schon sein. Das sind wir auch schon durch unsere Taufe geworden. Vertrauensvoll und Glauben auf das Wort, das uns herausläuft. Wir feiern jetzt diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser erstes Lied, was wir singen wollen, ist das Lied Er ist erstanden, die Verse 1, 2 und 5. Thank you.
den anderen Wechsel beten. Ich liebe den Herrn, weil er mich hört. Er hört mich, wenn ich um Gnade fehle. Ja, er hat ein offenes Ohr für mich. Zu ihm will ich rufen, mein Leben lang. Stricke, die den Tod bringen, haben mich umschlungen. Ängste, die im Totenreich herrschen, packen mich. In Not und Kummer stecke ich fest. Den Namen des Herrn will ich anrufen. Ach Herr, rette doch mein Leben. Reich an die Gnade ist der Herr und gerecht. Unser Gott begegnet uns mit Erbarmen. Der Herr beschützt die Unerfahrenen. Ich brauche seine Hilfe und Erhoffung. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen. Mein Auge muss nicht mehr weinen. Mein Fuß kommt nicht ins Stolpern. Ich darf mein Leben vor dem Herrn führen, hier im Land der Lebenden. In welcher oder meiner Rettung ziehe ich, will ich zu Dank erheben und dabei den Namen des Herrn anrufen. Lass du mich zwingen. Stärke mein Vertrauen, Herr, erbarme dich. Wir singen das orthodoxe Kyrie. Thank you.
himmlischer Vater, du hörst unsere Gebete. Was wir aussprechen, es geht nicht vor dir verloren. Da, wo die Worte uns fehlen, die weißt du schon. In Not und in Freude, in kleinen Dingen, in große Fragen, schenkst du uns dein Ohr. In Jesus' Namen, der uns gebetet hat, beten wir dies. Amen. Ihr dürft euch setzen. Heutigen Sonntag steht geschrieben im ersten Brief des Petrus im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und mit Hoffnung auf Leben erfüllt hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Damit hat er uns für ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwelkliches Erbe ausersehen, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Ihr werdet ja aus Gottes Macht durch den Glauben für das Heil bewahrt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Dann werdet ihr jubeln, nachdem ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, mancherlei Anfechtungen zu erleiden habt, damit euer Glaube sich auf echt und noch wertvoller erweist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird. Und damit er euch zum Lob, Preis und Ehre gereicht, wenn Jesus Christus offenbart wird. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Dadurch werdet ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude jubeln, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich euer Heil. Ihr endet den Brust. Thank you.
bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche kam Jesus dorthin, wo die Jünger versammelt waren, und trat mitten unter sie, obwohl die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, wies er sie an und sagte zu ihnen: Nehmt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünde erlasst, dem sind sie erlassen. Und wem ihr sie anrechnet, dem sind sie angerechnet. Thomas aber, mit dem Beinamen Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: Solange ich nicht mit seinen Händen die Nagelwunden sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seinen Seitenwunde, werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen versammelt, und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach: Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas: Lege deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Und gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Hier endet die Evangelium. Wir wollen nun unseren christlichen Glauben bekennen mit Worten des Glaubensbekenntnis. Lass uns zusammensprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ihr dürft euch setzen, das nächste Lied, was wir singen wollen, zur Vorbereitung der Predigt, ist die Nummer 112, die Verse 1 bis 3 und 6, auf mein Herz mit Freude.
Lasset uns still werden in Gottes Gegenwart. Jesus Christus, der du den Blinden die Augen geöffnet hast, damit sie wieder sehen können, und den Tauben die Ohren geöffnet hast, damit sie wieder hören können, so öffne auch jetzt unsere Augen und unsere Ohren, damit wir deine Gegenwart wahrnehmen in unser Leben, damit wir dein Wort hören dürfen heute Morgen, was du für uns hast, damit wir die Welt im Lichte deiner Liebe sehen und auch für andere da sein können. Darum loben wir dich. Und wir bitten nun die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, deine Liebe und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei auch jetzt mit uns allen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Liebe Gemeinde, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, zwei Gefühle, die wir als Südafrikaner sehr bekannt sind und auch sehr gut kennen. In einer Kürzlippe von der South African Depression and Anxiety Group durchgeführte Studie, die diese Woche veröffentlicht worden ist, wurde festgestellt, dass über 96% Menschen ein Gefühl der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit haben, die hier in unserem Land leben. Und der Haupttrieb hierfür ist natürlich Loadshedding. Die Umfrage weiterhin hat auch gezeigt, die negative Auswirkung, die Loadshedding auf unser Leben hat und Alltag, nicht nur die Ökonomie, aber auch auf unser Wohlbefinden, auf das Familienleben und auch andere Beziehungen. Heute Morgen in unserem Predigtext wollen wir von Jakob hören, der sich auch in einer hoffnungslosen und hilflosen Position in seinem Leben befindet. Der heutige Predigtext steht geschrieben im 1. Mose Kapitel 32, die Verse 23. Ich lese heute Morgen aus der Basisbibelübersetzung. Lasst uns nun das erste Teil des Predigtextes hören. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte beide Frauen und beide die Mägde und die 11 Söhne, denn er wollte den Jakob an einer flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Güter hinüber. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Liebe Gemeinde, Jakob ist kein perfekter Mensch. In den vorgegangenen Kapiteln, wenn wir sie lesen, werden wir merken, Jakob ist praktisch ein Mensch, der belügt, der seine eigene Familie auch betrügt, manipuliert durch sein Leben durch. Und dann rennt Jakob auch noch weg von seiner Familie, als die Spannung zu hoch wurde, um den Konflikt zu vermeiden. Jakobs ganzes Leben ist eben ein Kampf, um die Kontrolle zu behalten über sein eigenes Leben und das Leben nach seinen Bedingungen zu leben. Jetzt, etwa 20 Jahre später, ist er wieder zurück auf dem Weg nach seinem Bruder Esau. Und er weiß nicht, was dort auf ihn wartet und wie sein Bruder reagieren wird, wenn ihn wieder sieht. Schlussendlich hat er seinen alten Bruder betrogen um das Geburtsrecht. Jetzt, in die Mitte von der Nacht, ist Jakob alleine in seiner Hoffnungslosigkeit. Er kämpft an einer Seite mit sich selber. Er kämpft mit seiner Vergangenheit, mit seinen Ängsten, mit seinen Fehlern und mit seiner Verzweiflung. Jakob aber kämpft auch mit Gott. Gott offenbart Jakob seine Sünde. Und das ist ungemütlich. Jakobs Sünde ist, dass er Gott nicht vertraut und weil er sein Leben nicht nach Gottes Willen lebt. So kämpft Jakob ganz allein in Dunkelheit. Kampf mit dem Leben und auch mit Gott, liebe Gemeinde, ist ja auch unsere Geschichte. Allein dunkle Nächte des Kampfes sind Teil der menschlichen Erfahrung. Wie oft liegt man nicht abends wach und ringt mit das, was einen bedrückt
oder das, was einen zu machen macht. Wir kämpfen auch mit uns selbst, indem wir versuchen, unserem Leben und unsere Gefühle der Hoffnungslosigkeit einen Sinn zu geben. Manchmal kämpfen wir auch mit unseren eigenen Fehlern in die Vergangenheit, die uns hoffnungslos fühlen lassen. Und dann auch kämpfen wir auch mit Gott. Gerade dann, wenn Gott die Dinge offenbart, die uns ungemütlich sind, die wir eigentlich nicht wahrhaben wollen. Dort, wo wir andere Menschen verletzt haben. Dort, wo wir in Kontrolle sein wollen von unser eigenes Leben, in dem wir Gott nicht anvertrauen. Dort, wo wir unsere Wille auch nicht nach Gottes, wo wir unser Leben nicht nach Gottes Wille leben. Dann fühlen wir uns auch allein in den Kampf in die Nacht. Der Kampf, die einen hilflos fühlen lässt und hoffnungslos. Ein Kampf, der einen überwältigt. Jakob aber gibt nicht auf in seiner Hoffnungslosigkeit. Lasst uns den nächsten Abschnitt des Predigtextes hören. Aber er sah, dass Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, so dass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Da sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Gottes Kämpfe, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mich doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Liebe Gemeinde, durch diesen Kampf in die Nacht der Dunkelheit, erlebt Jakob, wie es einen verletzen kann und eine Narbe zurücklässt. Jakob hat sich die Hüfte verletzt und hat nun ein hinkendes Bein. Jakob klemmt sich noch trotzdem an Gott. Jakob fleht Gott an, um ihn zu segnen. Und in diesem Moment, wo Jakob das tut, verändert etwas sich in Jakob, in dem er um Gottes Segen bittet. Ich werde dich nicht gehen lassen, wenn du mich nicht segnest. In dem erkennt Jakob, dass er nicht mehr die Kontrolle von seinem eigenen Leben hat, sondern dass sein Leben in Gottes Hände ist, in Gottes Kontrolle. Gott ist der Einzige, der segnet. Gott ist derjenige, von dem allen Segen kommen. Das bedeutet denn, dass er von Gott abhängig ist und dass Gottes Segen auch ausreichend ist für sein Leben. Und gerade in diesem Moment findet Jakob einen inneren Frieden. Ein Frieden mit sich selbst, aber auch ein Frieden mit Gott. Von Jakob hier können wir drei Dinge lernen. Gerade in dem Moment, wo wir diese Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit fühlen in unserem Leben. Erstens, Narben werden immer bleiben. Daher ist das Sprichwort, Zeit heilt alle Wunden, einfach Unsinn, ist nicht wahr. Narben bleiben trotzdem. Jede Verlust, jede Ehescheidung, jede Krebsdiagnose, jeden Tod eines geliebten Menschen hinterlässt eine Narbe. Zweitens, wir sollen uns mit jeder Büschel Kraft, die in uns ist, an Gott klemmen. Das ist alles, was wir tun können, wenn wir Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit in unser Leben erfahren, um an Gott uns dran zu hängen und durchzuhalten, auch wenn wir müde werden, auch wenn wir Schmerzen haben oder von Zweifel erfüllt sind. Drittens, Gott ist derjenige, der segnet. Das bedeutet, wir sind auf Gottes Segen
unser Leben angewiesen. Gottes Segen erhält Gottes Gegenwart, Gottes Hilfe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe für uns. Und das gibt uns die Gewissheit, dass Gott auch dann, wenn alles hoffnungslos erscheint, Gott bei uns bleibt und Gott in Kontrolle ist. Indem wir uns trotz unserer Narben und Hoffnungslosigkeit an Gott klemmen, will Gott uns persönlich daran erinnern, dass an jeder Segen, den wir im Leben brauchen, der uns den inneren Frieden gibt, von ihm, Gott, unserem Vater, kommt. Jakob verlässt diesen Ort verwandelt. Gott endet seinen Namen nach Israel. In dieser hoffnungslosen Situation kann Jakob die tröstenden Worte Gottes hören. Hab Mut, denn ich, dein Gott, bin bei dir. Lasst uns nun den letzten Abschnitt des Predigtextes hören. Jakob nannte den Ort Peniel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich bin am Leben geblieben. Und als Jakob Peniel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verreckten Hüfte. Liebe Gemeinde, hier mitten in seinem aussichtlosen Kampf erfuhr Jakob die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes ganz persönlich. Jakob ist nicht mehr an seine Vergangenheit gebunden. Jakob kann sich in den neuen Tag stellen, wenn Gottes Licht in seinem Leben hineinscheint. Und Jakob daran erinnert, Gott ist mit ihm gegenwärtig. Trotz der Ungewissheit, wie sein Bruder reagieren wird, wenn sie sich wieder sehen, kann er Mut fassen, weil Gott sein Vater da ist, um ihm zu helfen und um ihn zu begleiten. Liebe Freunde in Jesus Christus, die Nacht der Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit, die wir erleben in unserem Leben, gibt es wirklich. In dieser Nacht der Finsternis können wir Gottes segenreiche Worte auch ganz persönlich hören. Für einen jeden von uns. Hab Mut, denn ich bin dein Gott und ich bin mit dir. Wir haben dann nicht die mutmachenden Hoffnung, durch Jesus Christus, dass wir einen neuen Namen erhalten haben, ein Kind Gottes zu heißen. Wir haben die mutmachende Hoffnung, weil wir durch die Barmherzigkeit Gottes nicht mehr daran gebunden sind, was andere über uns denken, wie sie uns verurteilen. Wir sind auch nicht mehr an unsere eigene Schuld gebunden und an das, was wir an andere getan haben. Wir haben die mutmachende Hoffnung, denn Gott bleibt bei uns und ist gegenwärtig in unser Leben. Wir können Mut fassen, weil wir von Gottes Kraft, von Gottes Hilfe, von Gottes Segen und von Gottes Barmherzigkeit täglich leben. Liebe Gemeinde, zum Schluss. So geht die Sonne auch über unsere Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit auf heute Morgen. Wenn wir erkennen, dass wir in Gott bleiben können, kommen, was mag in unser Leben und in unser Land, dürfen wir die Gewissheit und die Hoffnung haben, Gott ist in Kontrolle. Wir dürfen die Gewissheit und die Hoffnung haben, Gott wird uns Schritt für Schritt führen in unser Leben, aber er wird auch unser Land Schritt für Schritt führen. Wir haben die Hoffnung, denn Gottes Segen bleibt ewiglich. Wir haben die Hoffnung, denn Gott ist gegenwärtig, täglich in unser Leben. Wir haben die Hoffnung, denn Gott allein gibt uns die Hoffnung, die wir täglich brauchen. Und der Friede Gottes, welche Höhe ist als alle menschliche Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne, Jesus Christus, der auferstandene Herr. Amen. Das Predigt-Nachlied, was wir jetzt singen wollen, ist
Ach, bleib mit deiner Gnade. Wir wollen alle sechs Verse singen. Liebender Gott, kräftig und wirksam ist dein Wort. Du sprichst und es geschieht. Du rufst und Neues erfüllt. Danke, Jesus, dass du mich einlädst an deinen Tisch. Wir möchten spüren, du bist da für uns. Wir möchten erleben, wie Gemeinschaft sich anfühlt mit dir und untereinander. O komm, Heiliger Geist, und öffne unser Herz. Öffne sie für dich und für die Schönheit deiner Gabe. Für den Geschmack deiner Güte, für die Zeichen des Lebens, die Himmel und Erde verbinden. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und gab ihm seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet ihn und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund, meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasset uns nun das Vaterunser gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Kommt alle, der Tisch des Herrn ist für jeden von uns gedeckt. Ihr seid eingeladen, Gott will euch stärken und mit euch Gemeinschaft. Lasst uns vor Gott kommen und danken für diese Gabe, aber auch vor euch kommen ins Gebet und füreinander beten, für die Welt, in der wir leben, aber auch für unser Land. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns den Tisch gedeckt hast, dass du für uns da warst, dass du für uns da bist. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Du lässt uns hoffen, du tröstest, du machst alles neu. Bei dir ist die Fülle des Lebens. Jesus Christus, wir bitten dich um Trost. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die den Tod bedroht werden. Tröste sie und gib ihnen ein neues Leben. Jesus Christus, wir bitten dich um Versöhnung. Wir bitten dich um die Hoffnung für alle, die im Streit liegen. Für zerstrittene Paare, getrennte Familien, einander bekämpfte Gemeinschaften, versöhne sie und gib ihnen ein neues, lebendiges Herz für dich und füreinander. Jesus Christus, wir bitten dich um Frieden, wir bitten dich um Hoffnung für alle, die sich vor der Zukunft fürchten, die jungen Menschen und ihre Pläne, für die von Sorge um tägliches Brot zu bemühen, für die gequälte Schöpfung. Hindere die zerstörende Kräfte und breite deinen Frieden aus in diese Welt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich um deine Gegenwart. Wir bitten dich um Hoffnung für alle, die volle Sehnsucht sind, nach Heilung, nach Hilfe, nach Glaube, nach Liebe, nach einem Menschen an ihrer Seite.
wende du dich ihnen zu und verwandle alle Spreu in einen Gesang. Jesus Christus, du bist von Toten aufgestanden, damit wir leben können. Dafür danken wir dir, dafür loben wir dich und wir bitten. Bleibe bei uns heute, in diesen östlichen Tagen und in allen Zeiten. Amen. Empfangt nun den Segen des Herrn, den Segen des Herrn, der euch gerne rennt. Gott geht mit euch, wohin ihr geht. Es segne dich der Herr, der dich geschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Es behüte, erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und fährt. Es segne dich der dreieinige Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott den Heiligen Geist. Geht hin in Frieden des Herrn. Wir wollen jetzt das letzte Lied miteinander singen. Vertraut den neuen Weg, ihr dürft euch dafür hinsetzen.